Jetzt kommen wir zu zwei jungen Männern, die nächste Woche mit ihrer neuen Show hier bei ProSieben starten. Sie heißt Zirkus Halligalli, ab nächsten Montag 22.15 Uhr hier bei ProSieben. Sie sind GQ-Männer des Jahres 2012. Geil, oder? Und sie behaupten trotzdem immer noch... Bitte begrüßen Sie Joko und Klaas! Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Ja. Ihr seid GQ-Männer des Jahres. Ja, wir sind zusammen ein Mann des Jahres. Echt? Ja. Ja, wir haben Preis steht eine Woche bei mir und eine Woche bei ihm. Wir haben nur einen Preis bekommen. Jetzt geht's los mit einer neuen ProSieben-Sendung. Exakt. Ja. Zirkus Halligalli. Ja, lustig, ja, Titel, ne? Wer hat sich den denn ausgedacht? Ich. Du alleine? Ich alleine. Und wer hat... Unter Androhung von roher Gewalt habe ich den halbes Jahr lang durchgeprügelt für irgendwas. Ich dachte immer, das wäre doch lustig, wenn man irgendwas mal so nennen könnte. Und dann kam eine neue Sendung, dann dachte er sich, jetzt ist der Warum Moment. Nicht die Sendung, ja. Und du hast dich nicht gewehrt? Ich war nicht da an dem Tag. Ach so, okay. Ja. Ich komme immer nur so sporadisch rein, so wie es gerade passt bei mir. Und dann war die Sendung irgendwann getitelt. Gab es noch andere Alternativen? Oder? Nee, gar nicht. In dem Fall tatsächlich gar nicht ausgewählt. Alternativlos. Nee, wir wollten tatsächlich mal auschecken, wie doof kann der Name sein, den man da hinschickt. Und darf man dann wirklich machen, was man will und so. Und dann dachten wir, wir schicken das mal hin, kriegen sowieso ein Dementi, einigen uns auf irgendwas ganz anderes und so. Und dann haben wir es hingeschickt und es kam sofort zurück, ja, machen wir. Ja. Und dann hieß die Sendung so. Dann muss man ich finde es schon mal deswegen sympathisch, weil es nicht wie all die anderen Profilneurotiker eine Sendung ist, die erstmal nach sich selber benannt wird. Ja, das ist ja auch... Weißt du, das war schon das Erste. Nein, ihr müsst das die Joko und Klaas Show nennen. Ja, nee, wenn wir es verkacken, möchte ich ja auch, dass Daniel Aminati das dann übernehmen kann. Ja, eben. Ja, und deswegen... Verstehst du, man muss ja was hinterlassen. Ja, absolut. Deswegen ist es immer gut, seine Sendung möglichst nicht nach sich zu benennen. Ja, und das geht los nächste Woche Montag. Aber ganz unbewusst was richtig gemacht, ne? Nächste Woche Montag, Viertel nach 10 geht das los. Ja. Und ja, im Prinzip kann man viel mehr als den Titel... auch noch nicht verraten. Nee, weil wir selber auch noch gar nicht so richtig wissen, was am Montag da stattfinden wird. Wir haben eine Sache gemacht. Fun Fact, wir haben keine Ahnung, was passieren wird. Wir haben tatsächlich eine Sache gemacht, das kann man schon mal sagen, ein soziales Experiment. Wir waren unterwegs beim Kölner Karneval. Ach. Ja, und da haben wir mal überlegt, wir wollten mal wegkommen von dieser negativen, grundsätzlichen gesellschaftlichen Einstellung, immer Nein, 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 Nein zu sagen. Und haben mal gesagt, was passiert eigentlich, wenn man 8 Stunden lang jede Frage mit Ja beantwortet und da auch der Frage dann Taten folgen lässt. Und das bringt dann an Orte, an die man normalerweise nie gelangt wäre. Beim Karneval? Beim Karneval, ja. Ja, und da haben wir noch jemanden getroffen. Ich habe euch auch gesehen. Ja, genau. Du hast uns auch getroffen, wenn man so will. Ich wusste aber nicht, dass ihr da wart. Nein, woher? Ich kam um die Ecke, ich bin auf so einem Wagen mitgefahren. Ja, der feine Herr. Im Karnevalszug mit den Hörnern. Mit denen habe ich einen Song dieses Jahr gemacht. Ja, aber dann sieht man gleich alle. Wir gucken uns das mal an. Ja. Oder wir gucken vielleicht viel lieber in Jesse nackt. Da hätte ich jetzt mal... Oder? Ich meine, wir können abstimmen. Naja, komm. Übrigens, auch eine sehr, sehr gute Begegnung, kann man, glaube ich, schon mal verraten. Ja, kann man Joey Heinle und Oma Violetta haben sich getroffen. Mehr möchten wir nicht sagen, aber es war verstörend. Der Redakteur hat gesagt, bevor ich sowas nochmal drehe, hänge ich mich auf. Joey Heinle kommt auch zu uns irgendwie, ne? Ich glaube, der singt sogar bei uns. Ja. Ach so, ich dachte gerade bei der Bewegung. Kleine Strafe für euch. So, wir können uns mal einen kleinen Ausschnitt anschauen. Ja, bitte. Bitte sehr. Werden Sie gleich sehen, beim Rosenmontagszug. Lass, wie ist das eigentlich mit deiner Angst? Die Angst, dass Leute dich umarmen? Magst du es eigentlich mittlerweile, wenn Leute dich umarmen? Ja. Guck mal. Magst du das Schild in die Hand nehmen? Ja. Mit dem Schild, ne? Hier so zu betonen, dass man aus dem Fernsehen ist, ne? Ist das nicht ein bisschen großkotzig? Ja. Stefan Raab und sieht uns und seine erste Reaktion war halt mit aller Kraft, die er hatte, uns Kamelle direkt auf die Fresse zu werfen. Dann meint er nett, das heißt willkommen bei ProSieben. Wir müssen uns auch gar keine Illusion machen, da wurde uns einmal mehr vorgeführt, wie der Hase läuft.
Warum darf der Raab denn auf so einem Wagen mitfahren und wir Idioten müssen hier als Harry Potter und Schwachkopf verkleidet in der Menge stehen? Das ist jetzt vergleicht mit so einem Pornodreh zum Beispiel, dann wären wir sowas wie die Fluffer Boys gewesen. Ja, die Vorbläser. Ja, also wirklich das letzte Glied der Kette, ne? Und dann kommt hier Long John auf dem Wagen vorbei, ne? So sieht's aus. Ja. Der feine Herr Raab, ne? Welch diebische Freude du auch hattest, ne? Ja. Aber ist das denn so, wenn wir mal so fantasieren dürfen, ja? Ist das irgendwann so, dass man dann so durch seine eigene Stadt fährt und so wie der König, ja, und ja, immer ein Hallo sagt, Hallo Leute und so. Aber man muss mit denen nicht mehr reden dann. Man sagt so Hallo und ja, grüßt. Das ist so praktisch. Ja, das ist praktisch. Aber stimmt die Geschichte, dass sie dir extra ein Klo eingebaut haben da, damit du mal pissen gehen kannst? Das hast du auch gehört. Ja, das habe ich auch in der Zeitung gelesen. Ach, das stimmt gar nicht. Nein, das war natürlich sowieso da. Aber ist das nicht auch so, dass man so im Alter dann auch eh öfter mal muss und so? Also das ist richtig, aber von dem Wagen oben hätte man ja eine gute Möglichkeit gehabt, da braucht man nicht. Ja, da hat man auch mal ein bisschen Kontakt zu den Leuten, ja? In Köln freuen sich da viele Leute drüber, ne? Ja, na klar. War der auch in den einschlägigen Vierteln dann noch an Was an sind denn die einschlägigen Viertel? Wir waren überall. Naja, einschlägige Viertel. So, du hast doch gerade das Thema Homosexualität ins Spiel gebracht, oder? Hab ich das ins Spiel gebracht? Du hast gesagt, du willst vom Wagen pissen. Nein. Nein. Ja, und du hast es dann direkt als Anspielung auf ein homosexuelles Thema. Und für dich ist das was, Freundschaft oder? Also, wart ihr denn Ist das so ein Thema in Köln, Homosexualität? Ja. Ja. Man muss ja auch tatsächlich sagen, wie wir hier seit Jahren standesgemäß von dir begrüßt werden. Ja, also man hat da natürlich hier so einen Raum, wo man dann wartet und Stefan kommt dann vorher einmal oder muss, weil sich das so gehört, reinkommen, wo er keinen Bock hat und sagt dann kurz Hallo und wir werden traditionell mit Na ihr Schwulis begrüßt. Ne? Anders wurden wir hier noch nie angekündigt. Ja. Ne? Aber das ist Kölle. Das ist traurig, ne? Ja. Ja. Aber das eben in Köln, ja, weißt du, wir kein sind hier Applaus einfach, für Scheiße, Leute. Nein, das ist ja, in Köln ist das ja überhaupt gar keine negative Begrüßung, ja, sondern in Köln ist das, da ich das auch nicht eine freundliche Begrüßung. Ja, danke, du Schwuli. So, aber wir haben, wir waren überall unterwegs. Wir haben noch ein paar andere Sachen gemacht. Wir waren zum Beispiel sogar noch im Düsseldorfer Karneval, da habe ich eine Büttenrede gehalten. Ja. Ich hab mir ein alter Ego zugelegt als karnevalistischer Büttenredner. Ich bin der traurige Freschkopf. Der traurige Freschkopf. Man braucht ja immer so Namen dann. Ne? Ja. Ich war der traurige Freschkopf. Und da war ganz schnell der Ofen auf. Könnt ihr nächstes Jahr mal bei unserer Karnevalssitzung auftreten? Ja, schauen wir mal. Du guckst dir erst mal an und dann sagst du das. Wenn die Einladung dann noch steht, dann würde ich mich sehr wundern. Wie das geht, das muss man sich dann tatsächlich in der Sendung anschauen, am Montag um 10:15. Aber wir haben es geschafft, diesen Saal von 100% auf minus 100% zu bringen innerhalb von 3 Sekunden. Also du musst dir wirklich vorstellen, eine komplett besetzte, voll besetzte Karnevalssitzung. Es war eine große Herausforderung zu gucken, kriegt man die, kann man irgendwas sagen, damit mal Ruhe ist, außer Alarv. Damit haben wir mal angefangen in Düsseldorf. Ja. Und das ging dann schon, aber da haben wir noch ein bisschen was nachgeschoben. In Düsseldorf ist das einfach, die Stimmung auf Null zu kriegen. Da war gute Laune vorher. Ja. Ach, echt? Ja. Ja, da war richtig gute Laune. Und das war auch ein Experiment, weil es ging nicht darum, den Abend zu versauen. Aber wir haben viele soziale Experimente. Und wir haben noch Violetta. Wir freuen uns auf die Sendung am Montag um 9:45. Ich sehe, ihr habt eine Mission. Absolut. Ja, genau. Wir wissen noch nicht, wo sie hinführt, aber wir haben eine. Olli Schulz ist auch dabei. Charles Schulz-Kowski, genau. Ja. Ja, der ist auch wieder. Ja, ich freue mich drauf. Am Montag um 22:15. 22:15. Also wenn deine Sendung am Montag scheiße ist, dann sind wir wahrscheinlich schuld. Wir laufen vorher. Lauft ihr vorher und haut die Quoten wieder in den Keller nach. Ach, die Quoten, nicht die Sendung. Entschuldigung. Habe ich die Sendung gesagt, wenn die Sendung scheiße ist? Ich meine, wenn die Quoten natürlich Montag scheiße sind. Die Sendung wird nicht scheiße. Nein, natürlich nicht. Nein. Ja, dann geht's los. Dann geht's immer weiter. Jeden Montag. Bis Ende Februar. Genau. So lange hat man euch gegeben? Ja, erstmal. Wir sind ja ganz froh, ne? Der Druck ist hoch, oder? Ja. Der mediale Druck ist hoch. Absolut, ja, total. Ja. Aber es ist auch so, wir haben zum Beispiel mit Olli Schulz jetzt kaum noch Möglichkeiten zu drehen, weil er jetzt schon wieder Hausverbot bekommen hat. Also es ist kaum noch möglich, überhaupt loszuziehen. Die einzige, die noch ein unbeschriebenes Blatt ist tatsächlich Violetta, die zum Glück ja am Benjamin-Button-Syndrom leidet. Die wird immer jünger und ist richtig auf Zack seit Monaten. Und die hat wirklich, das muss man sagen, das Interview von Violetta mit Joey Heindle,
ist das Unangenehmste, was ich seit langer, langer Zeit gesehen habe. Und ich möchte es euch ans Herz legen, euch das anzuschauen. Es ist wirklich schön. Ich will an der Stelle auch noch mal ganz kurz persönlich an Joey Heindle. Er war ganz enttäuscht, dass wir nicht da waren. Sorry. Er hat danach extra, er hat wirklich gesagt, ich dachte, ich treffe Joko und Klaas. Ja, und er war ganz peinlich berührt, dass wir nicht da waren. Ja, kann aber der gerne oder noch mal wiederkommen, wenn er sich von dem Schock erholt hat. Ich will es ihm sagen. Singen kann er dann. Ja. Bei uns, mit den Heavy Tones. Ja, vielen Dank. So, dann freue ich mich auf Montag. 20.15 Uhr hier 22, bei ProSieben. Genau. 19.40 Uhr. 19.30 Uhr hier bei ProSieben. 22.15 Uhr. Ja. Schalten Sie ein am Montag bei Zirkus Halligalli. Vielen Dank. Klaas, vielen Dank. So, Montag, bitte denken Sie dran, um 22.15 Uhr hier bei ProSieben die neue Show mit Joko und Klaas, Zirkus Halligalli.